Oh, hallo, wir haben euch gar nicht kommen sehen. Entschuldigt bitte. Hallo. Das hier ist der Tenz. Und das hier ist der Chan. Sie kennen uns vielleicht von so Filmen wie alles Mögliche von diesem Kanal hier. Wir machen jetzt mal wieder einen weiteren Kompott-Vlog. Darum beantworten wir jetzt ein paar Fragen von euch und binden unsere eigenen Meinungen noch damit ein, weil wir haben auch noch ein bisschen was zu sagen. Okay. Intro. Haben wir überhaupt ein Intro für Kompott-Vlog? Nee. Ich habe gar keine Ahnung. Wir brauchen ein Intro für Kompott-Vlog. Warum haben wir eigentlich den letzten Film gemacht? Also ihr wisst schon, den letzten, Apple War. Wie ihr ja alle wisst, haben wir auf unserem Kanal schon über 300 Videos oder so. Und die meisten von euch haben die wahrscheinlich nicht alle gesehen. Gehen wir mal stark davon aus. Ich meine, klar, ein paar von euch gucken natürlich alles, aber eben nicht jeder. Warum nicht? Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen jetzt einen Film aus dem alten Angriff der Fragen mit den besten Gags und schneiden die mal zusammen, um euch das mal zu zeigen. Vor allem einmal zu zeigen, mit wem wir damals alles Mögliche was zusammen gemacht haben. Mhm. Das waren noch Zeiten. Ja, gute alte Zeiten. Warum gab es am Mittwoch eigentlich keine Fun Facts? Warum gab es am Mittwoch keine Fun Facts? Das ist eigentlich ganz einfach, weil es können ja immer nur Fun Facts kommen, wenn wir quasi Bullshit gebaut haben. Also wenn es Outtakes gibt oder wenn es ganz viel gibt, was man darüber sagen könnte. Weil Fun Facts besteht halt aus Outtakes, Stuff, den wir dazu sagen können, Hintergrundwissen oder Sachen, die euch aufgefallen sind beim Drehen und uns nicht. Und wenn man halt einen Film aus den alten Angriff der Fragen nimmt, dann fallen da keine Outtakes von an. Viele von euch haben sich ja auch gewundert, mit welchen Leuten wir alles schon was zusammen gemacht haben und warum wir heute eigentlich nichts mehr zusammen machen. Und dazu können wir nur sagen, schade. Wir sind eine YouTube-Schlampe. Wir machen gerne mit allen irgendetwas. Genau, also es ist auch weder unsere Schuld noch die Schuld von denen oder so. Es sind halt einfach, die Zeiten haben sich geändert, die Termine sind heute anders, die Leute haben genug für ihre eigenen Kanäle zu tun. Aber wenn ihr wollt, dass wir mal was mit denen zusammen machen, dann fragt doch sie einfach mal. Wir sind für alles offen. Mit der UConn dieses Jahr haben wir die Convention-Zeit wieder offiziell eröffnet und der Mai wird uns wahrscheinlich das Genick brechen. Jetzt ist echt jede Woche eine Convention am Start, das wird ziemlich stressig für uns, aber wir geben trotzdem unser Bestes, damit ihr mal ein Video bekommt. Also falls ihr mal wissen wollt, wo wir bald sein werden, zum Beispiel dieses Wochenende auf der EAT in Essen, dann schaut doch einfach mal unten in die Videobeschreibung, da stehen alle Termine für alle Conventions dieses Jahr und es wird noch erweitert. Zwar sind wir dieses Jahr nicht auf der Dokumi, aber unsere Poster und Kissen liegen trotzdem vor Ort. Das hat einfach nur damit was zu tun, dass wir momentan im ultimativen Stress sind und direkt die Woche darauf der Japan-Tag ist. Und dort erwarten wir euch alle. Oh ja, wir sind zugesagt. Und wir haben ein mega großes Zelt mit der Chosen zusammen. High five. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum denn so viel Stress? Ihr spielt doch sonst nur noch mit Lego. Das stimmt auch, aber wir haben halt auch viele Termine, die ihr nicht so mitbekommt. Zum Beispiel Interviews oder gewisse Presseanfragen oder wir sind jetzt auch bei der Jury für U-Turn gewesen und so. Und all sowas spielt natürlich hinter den Kulissen auch immer mit. Und ich meine, wir haben zu viele Kanäle, die wir alle noch betreiben müssen. Ja, Tense Makes Sense, ich hab Chan und so, zusammen haben wir Apple War Pictures, Manga Mania habe ich jetzt gerade wiederbelebt, morgen kommt ein neuer Manga Chaos und der Meerschweinchen-Kanal, den gibt es auch noch, wo ich momentan drauf rumfeuer, wie sonst irgendetwas. Falls ihr die ganzen Kanäle noch nicht kennt, alle sind unten in der Videobeschreibung. Ist das jetzt eigentlich stressig mit Manga Mania? Also es ist stressig und ich kann die Dinge auch immer nur dann drehen, wenn ich Bock drauf habe, aber momentan strotze ich vor Energie und ich hau gerade rein, wie es nur geht. Also einmal die Woche hat das gefälligst zu klappen, immer samstags. Da musst du aber echt viele Mangas lesen. Ja. Und momentan lese ich gerade keinen Manga, momentan bin ich an The Walking Dead. Guckt euch dieses fucking Ding an. Ich bin beim Power lesen und ich habe trotzdem irgendwie nur so 422 Seiten. Das ist voll das Monster, dieses Buch. Und tatsächlich sind aber alle Sachen, die in der Serie passieren, passieren hier wesentlich schneller in einer kürzeren Zeitspanne, habe ich das Gefühl, oder? Ja, viel. Und es passiert auch nicht so viel Bullshit. Aber es gibt auch Stealth-Zombies, die aus dem Nichts auftauchen. Und einer der wichtigsten Charaktere fehlt. Hm. Ja, Daryl! Daryl! Und ansonsten haben wir neben dem ganzen Stress auch noch so ein bisschen Leben. Das heißt, wir zocken noch so ein bisschen, lesen ganz viel und treffen uns mit unseren Freunden. Was uns zu einer Frage bringt, was zockst du denn momentan? Was zockst du momentan? Bloodborne, was du ja komplett hast. Chan hasst es, ich liebe also, es. Ja, ich, Trial and Error bin ich nicht so mein Fall. Ich bin da eine Pussy für. Was zockst du denn gerade eigentlich? Ich bin gerade total begeistert von der Tales of the Borderlands Serie. Game of Thrones, eigentlich alles möglich von Telltale gerade. Und warte auf The Witcher 3 und Final Fantasy 15. Und lese gerade viel zu viele Mangas. Was aber nichts macht, weil Manga-Chaos. Und ich lese gerade wieder jede Menge Sachbücher und warte am liebsten auf Metal Gear Solid 5 dieses Jahr. Und das wird mein absolutes Highlight, ja. Genau. Also worauf wartest du? Was macht ihr? Und so weiter und so weiter. Ansonsten würde ich sagen, das war's mit diesem Freitag mit dem Kompott-Vlog. Diesmal ein bisschen anders. Nächstes Mal wieder mit euren Fragen oder einem Vlog, je nachdem. Falls ihr es immer noch nicht gesehen habt, hier kommt es zum letzten Apple War. Erkundigt euch, was alle unsere Kanäle angeht. Oder wenn ihr was mega Knuffiges sehen wollt, klickt einfach hier vorne und kommt zum neuesten Meerschweinchen-Video. Das war's von uns. Ihr macht ein Abo. Und wir machen einen Abgang.